schau jetzt mal, Ding ist da. Da kannst du noch eine super Anbindung von oben fahren. Ja, ist gut. Ich bin der Colin, bin Maurer im dritten Lehrjahr und ich nehme euch heute mit durch meinen Alltag. Das wird das Vordach für das Hochhaus Kirzenbach. In einem halben Jahr habe ich meine praktische LAP. Dann haben wir so Schallungstypen, die wir machen müssen, und Mauerwerk, die wir erstellen. Ich denke, so Deckenschallung wie Dach und nicht, eher Wandschallungen. Aber das ist auch interessant, Deckenschallung. Ich arbeite viel mit meinem Polier zusammen, auch Vorarbeiter. Und die erklären mir diese Sachen eigentlich recht gut. Und meistens komme ich sehr gut raus. Okay. Ja. Ja, ist gut. Die Mauer schätze ich vielleicht weniger als einen halben Tag. Hier oben kommt noch ein Sturz rein, hier kommt die Türe. Ich hatte eine Zeit gehabt, bis ich es einigermaßen im Griff hatte. Das ist schon noch eine rechte Übungssache. Wir versuchen so im letzten halben Jahr die Lehrabschlussprüfungsvorbereitungen zu machen. Das heisst, ich gehe regelmässig auf den Baustellen vorbei, frage die Lernenden abfragen, dass sie fragen, was sie machen, wieso sie es machen und mit welchen Materialien. Und wo man natürlich nachher sieht, dass sie noch etwas Mühe haben, vielleicht im Praktischen, ob es jetzt im Mauern verputzen ist, beim Schalen oder Eisenlegen. Dann versuchen wir natürlich versuchen, ihnen spezielle Arbeiten zu geben, damit sie das noch etwas besser lernen können, noch etwas Selbstbewusstsein stärken können, Selbstvertrauen, sodass sie nachher mit einem guten Gefühl an die Lehrabschlussprüfung gehen können. Ich denke, an der LAP kommt das gut, vor allem praktisch. Aber schulisch muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Gas geben, noch ein bisschen lernen, vorbereiten. Vor allem Mathe muss ich, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Das Fachkunde ist einfach ein Fließfach, aber ja, ich denke, das kommt gut. Ich bin zuversichtlich. So, das war es von meinem Tag. Wenn ihr mehr wissen wollt, vom Beruf vom Bau, geht auf baubiruf.ch.